Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Mori kocht Valentinstag Spezial. Ich zeige euch, wie ihr ein einfaches Mehrgangmenü zaubern könnt mit vergleichsweise wenig Aufwand und guter Vorbereitung, damit ihr am besagten Tag nicht so lange in der Küche stehen müsst. Denn Vorbereitung ist bekanntermaßen eben alles. Damit ihr das Ganze einfacher nachkochen könnt oder falls ihr nur einzelne Gerichte aus diesem Menü nachkochen möchtet, habe ich das Ganze in verschiedene Videos unterteilt. In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr einen leckeren Zwischengang, nämlich genauer ein Ingwer-Granité, zubereiten könnt. Jetzt weiß der eine oder andere sicherlich nicht, was ist ein Zwischengang, was ist ein Granité. Ein Zwischengang, vorweg vielleicht, ist ein Gang, den es dazwischen gibt, sagt auch schon der Name. Entweder, wenn man nur einen Hauptgang hat, eben vor dem Hauptgang, und wenn man mehrere Hauptgänge hat, dann gibt es das Ganze eben zwischen den Gängen, wie der Name eben schon sagt. Und der Zweck ist, dass dieser Gang eben die Geschmacksnerven nochmal auf ein anderes Level hebt, beziehungsweise nochmal erneuert, erfrischt. Deswegen ist das oft zum Beispiel auch ein Sorbet oder so. Stellt sich also nur noch die Frage, was ist ein Granité? Ein Granité ist tatsächlich sehr ähnlich zu einem Sorbet. Der Unterschied ist einfach die Struktur. Ja, es ist Granité. So ein bisschen ja, granitartig, sandig, schneeig, könnte man sagen. Das heißt, so eine Struktur, wirklich wie als hätte man gerade so frischen Schnee, der noch nicht wirklich komplett zusammenpackt, sondern noch ein wenig pulverig ist. Ist ziemlich einfach zu machen. An Zutaten benötigt ihr Ingwer, trockenen Sekt, Zucker, Limetten oder Zitronensaft sowie braunen Zucker und Chiliflocken. Den Großteil der Kosten macht der Sekt aus. Insgesamt zahlt ihr jedoch gerade mal 3,87 Euro bzw. 26 Cent pro Portion. Wir fangen an. Wir brauchen natürlich für unser Ingwer-Granité entsprechend Ingwer. Den müssen wir erstmal schälen. Das kann man tatsächlich auch einfach mit so einem Löffel machen. Die Schale ist sehr, sehr dünn. Ja, das heißt, da einfach mal ein bisschen drücken und dann seht ihr schon, geht das Ganze halt sehr, sehr gut ab. Das Schöne ist, wir brauchen gar nicht mal viele Zutaten, aber das ist ja auch das Motto von unserem Valentinstagsmenü, denn wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag in der Küche verbringen. Trotzdem, viele Gänge beeindrucken ja dann durchaus schon. Gut ist ebenfalls, gerade das Granité könnt ihr auch einen Tag vorher machen oder wenn es das Menü abends gibt, dann macht es einfach morgens, denn das muss sowieso in den Tiefkühler. Sprich, dafür braucht ihr dann später auch nicht mehr lange in der Küche rumstehen. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen einen Topf und reiben jetzt die Ingwer hier fein rein. Weiß auch gar nicht, ob wir die komplette brauchen. Ob es so fein hat sein müssen, aber ja doch, das passt schon. Ja, ich glaube, das reicht auch schon. Nicht, dass es am Ende zu intensiv wird, denn gerade wenn man so eine feine Struktur hat, also größer die Oberfläche, desto intensiver schmeckt etwas ja auch. Als nächstes gibt es da noch ein bisschen Zucker rein. Ist eben so ein süßer Zwischengang, wohlgemerkt. Ein bisschen geht noch. Und dann nehmt ihr noch Sekt. Ja, am besten so einen trockenen Sekt. Aber macht euch keine Hoffnung, dass ihr jetzt den mit dem Sekt auch noch anstoßen könnt. Denn wir brauchen tatsächlich die ganze Flasche. Das heißt, wenn ihr mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten dann lecker Sekt noch trinken wollt, holt noch eine zweite Flasche. Ja. Der wollte raus. So, jetzt nicht alles rein. Ich glaube, den habe ich ein bisschen gut durchgeschüttelt gehabt. Wichtig aber immer den Deckel festhalten. Sonst. Also, kleinen Schluck in den Topf und dann geben wir hier Power. Und lassen das Ganze einmal kurz aufkochen. Kann man natürlich auch abschmecken, also wenn man es ein bisschen süßer möchte oder nicht. Wollen wir nicht alles beigeben, seht ihr gleich, aber man kann mal einen kleinen Schluck, können wir ruhig probieren, oder? Ganz ordinär aus der Flasche. Aber der ist ganz gut. Ja, mit Induktion geht das natürlich auch schnell. Jetzt haben wir aber auch nicht viel an Menge. So, und dann könnt ihr die Hitze auch schon wieder wegnehmen. Und dann geben wir den Rest dazu, was wir nicht mit aufgekocht haben. Was nämlich noch kalt ist, das ist wichtig, denn wir müssen das Ganze gleich noch gefrieren lassen. Wäre es natürlich doof, wenn jetzt alles heiß ist, weil das dauert dann nur unnötig lange. Aber ihr merkt schon, also allein durch die Kohlensäure gibt das dann so eine schöne, grisselige Struktur, sag ich mal. Ganz wichtig, wenn etwas gefroren ist, dann schmeckt es natürlich nicht ganz so süß, als wenn es dann flüssig ist, was logisch ist.
wenn euch das nicht süß genug ist, wenn es gefroren ist, ist es noch weniger süß und umgekehrt natürlich. Falls ihr schon mal Eis habt schmelzen lassen, habt ihr wahrscheinlich auch festgestellt, in der flüssigen Form schmeckt das Ganze viel, viel süßer. Schmeckt lecker mit dem Ingwer und dem Zucker. Das passt. Da bin ich zufrieden. Und jetzt geben wir das Ganze einfach nur, wichtig, also ihr müsst jetzt nicht so eine Form nehmen wie ich. Wichtig ist einfach nur, dass wir so eine flache Form nehmen. Keine hohe. Warum ist das wichtig mit der flachen und der hohen Form? Zum einen haben wir hier mehr Oberfläche. Das heißt, das gefriert schneller, als das eine tiefe Form tun würde. Das ist zum einen wichtig, weil, falls ihr es jetzt für einen Abend vorbereitet, habt ihr vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Aber so 3-4 Stunden muss das auf jeden Fall schon kühlen. Hängt ja hier von eurem Tiefkühler auch ab. Und zum anderen müssen wir zwischendrin immer mal wieder zum Froster kommen und dann mit einer Gabel oder mit einem Löffel das Ganze so ein bisschen aufwirbeln, dass wir wirklich so eine schneeige Struktur bekommen. Aber ansonsten ist das jetzt eigentlich schon der Großteil der Vorbereitung hier von unserem Granitee. Damit geht es also jetzt in den Tiefkühler. Unser Granitee war jetzt 2 Stunden im Froster, ist natürlich immer noch flüssig, ja, man sieht das. Aber das ist okay, denn wir gehen jetzt einfach hier mit einem Löffel oder mit einer Gabel einfach durch. Wir wollen ja nicht, dass das so eine feste, glatte Masse ist, sondern wir wollen ja, dass das Ganze so eine leichte, sandige Form eben hat. Dass wir jetzt keine großen Eisklumpen haben. Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu Parfait oder Eis. Parfait kristallisiert im Stehen, Eis unterrühren und wir haben jetzt, wenn man so möchte, so ein Mittelding. Ist nicht so fein und cremig wie ein Eis, logisch, aber eben auch nicht so wie ein Parfait. Ab in den Froster damit. Nach ca. 4 Stunden im Gefrierer und zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen umrühren, kriegen wir hier so eine richtig schöne Struktur, wie man sie eben gerne haben möchte bei einem Granitee. Gehen wir nochmal durch, dass wir so das Ganze sehr grobkörnig haben. Zwischendrin schon probiert, würde ich mal sagen. Verdammt geil. Was wir jetzt noch machen, wir bereiten unser Sektglas vor, wo wir das Ganze drin anrichten. Das heißt, wir nehmen jetzt so ein bisschen Zitronensaft. Und dann nehmen wir so ein bisschen Chili-Pulver. Nehmt ruhig das hier, das ist nicht ganz so scharf, da ist nämlich noch Paprika mit bei. Sei denn, ihr wollt es wirklich, dass es schön scharf ist, dann nehmt ihr natürlich Chili-Pulver pur. Und das kombinieren wir, was Scharfes mit was Süßem. Ich mache jetzt einfach so einen Mix mit braunem Zucker. Und passt halt auch super, so dieses Chili-Ingwer passt sowieso sehr gut zusammen. Und brauner Zucker, dass das nochmal so ein bisschen abmildert. Taucht das hier einmal so kurz ein, so den Rand. Dann dreht ihr das hier drin. Ja, man kennt das, wenn man schon mal Cocktails gemacht hat. So, dass er so einen schönen Rand bekommt. Und dann packen wir unser Granitee damit rein. Natürlich auch schön vorsichtig, dass wir jetzt nicht unseren gerade hergestellten Rand zerstören. Und fertig ist unser leckerer Zwischengang. Wie gesagt, lässt sich alles super vorbereiten. Schnell gemacht und man kann natürlich jetzt so das Ganze wie so ein Slushy trinken oder eben würfeln. Das hätte ich nie machen sollen. Geil. Super erfrischend, super einfach als Zwischengang, einfach um die ganzen Geschmacksknospen nochmal zu resetten, um dann ready zu sein für den Hauptgang. Also auch probieren wir ruhig mit dem Scharfen nochmal zusammen. Das ist verdammt geil. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei zum Thema natürlich Valentinstag. Könnt ihr auch so jederzeit machen, kombinieren. Kommt halt verdammt cool an. Kennt, glaube ich, auch nicht jeder so ein Granitee. Wenn ihr sonst noch Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge habt, wie immer gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.